Hallo und willkommen zu Teil 4 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Wir haben einen Monat auf Gran Canaria verbracht, von Mitte Dezember 2021 bis Mitte Januar 2022. Ja, ich muss jetzt unbedingt ein kleines Kapitel jetzt dem Thema Weihnachten auf Gran Canaria widmen. Also wer kein Freund kanarischer Musik ist, kann gleich sich den nächsten Teil anschauen, aber ich war wirklich fasziniert und berührt. Wir haben nämlich ein Open-Air-Konzert erlebt am Vorabend des Heiligabend. Man muss wissen, dass in Spanien der Heiligabend gar nicht so groß begangen wird. Ja, die Familie kommt zusammen, man isst zusammen, aber Geschenke, Bescherung gibt es erst am 6. Januar, am Tag der drei heiligen Könige. Auf der einen Seite gab es in der Stadt unfassbar viel kitschige Weihnachtsdeko, das sieht man hier auch. An jeder Ecke irgendein Weihnachtsmann, der sich da die Fassade hochhangelt. Das scheint da sehr beliebt zu sein. Ob da irgendwie eine spezielle Sitte ist, dass die Weihnachtsmänner irgendwie immer nur von draußen durchs Fenster klettern dürfen. Was wirklich dann auch im Kontrast zu dem Kitsch stand, das war diese wunderbare Musikgruppe, die kanarische Gruppe Los Gofiones. Die gibt es seit 1968 bereits. Inzwischen haben die sich natürlich erneuert. Es sind 30 Musiker, die jetzt am 23. Dezember Open Air und umsonst für die Einheimischen und Touristen auf dem Platz Santa Anna ihr Konzert dargeboten haben. Und das war aufgrund von Corona-Einschränkungen nur möglich, sich online Plätze zu buchen. Und die Leute, die dort auf dem Platz direkt keinen Platz mehr fanden, auf einem Stuhl mit Abstand, die haben sich dann in den umliegenden Gassen ein wenig gedrängelt, muss man fast sagen, um doch noch etwas mitzubekommen von diesem berührenden Konzert. Also Folklore ist ja nicht jedermanns Sache, aber mir ging das Herz auf. Da waren wunderschöne Stimmen, das war wirklich professionelle Musik. Und gegründet wurde diese Gruppe 1968 von einigen jungen Leuten, die unbedingt die kanarische Kultur und gerade im Bereich Musik retten wollten, also die kanarische Folkloremusik. Das war der Ausgangspunkt. Seither haben die, ich weiß nicht, x Platten aufgenommen, sind durch ganz Lateinamerika gereist, haben Kooperation mit Kuba gehabt, mit Celia Cruz, die hat auch mit denen schon zusammengesungen. Also die sind wirklich sehr, sehr beliebt über Spaniens Grenzen auch hinaus. Ich glaube, dass der Name dieser Gruppe Los Gofiones auf Gofio zurückgeht. Das ist so eine Art des geröstetes Getreide, wird gemahlen. Das ist wirklich eine ganz große Spezialität auf den Kanarischen Inseln. Das ist auch ein geschützter Begriff, habe ich sogar gelernt. Gofio Canario, Gofio von den Kanarischen Inseln, ist also in der EU eine, wie ich Wikipedia gerade entnehme, eine geschützte geografische Angabe. Das wird sehr gerne verarbeitet. Ist nicht jedermanns Sache, aber ein traditionelles Grundnahrungsmittel. Und das ursprüngliche Gofio wurde aus Gerste hergestellt, als Vollkorn mit Schalen verarbeitet. Dann wurden auch Hülsenfrüchte verwendet, das Weizen. Und heute ist das meist so eine Mischung, ein bisschen Gerste manchmal noch dabei. Es gibt die unterschiedlichsten Gofio-Arten. Aber auf jeden Fall wird es sehr hoch geschätzt dort. Und ich glaube, die Musikgruppe wurde benannt nach diesem Grundnahrungsmittel. Wie gesagt, etwas ausführlicher Los Gofiones. Und ich wollte es einfach den Freunden dieser Musik nicht vorenthalten. Die anderen können sich auf den nächsten Teil schon freuen. Recordando la